Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef. Genau, so sieht's aus. So, heute haben wir so einen kleinen Biertag, ne? Einen kleinen Date Day haben wir heute, richtig. Heute Abend geht's in den Yachthafen ins Toscanini, schön essen beim Italiener und jetzt grüßt euch, leidiges Thema Shopping mit der Frau hier am Kudamm, genau. Und damit ein bisschen Essen mit dabei ist, erstmal, Freunde, brauche ich eine neue Brille, weil ich renne schon hier die ganze Zeit mit einer Jägermeisterbrille rum, weil ich habe zum 100. Mal meine Brille verloren. Deswegen wird es diesmal eine billigere. Eine billigere, sagt man das so? Eine billigere. Eine billigere Brille. Und ja, damit ein bisschen was Besonderes dabei ist und sie hat noch nie Austern gegessen, geht es heute mal ins KDW kurz zum Austernessern hoch. Ne? Austerschlürfen. Zum Austerschlürfen hoch, genau. Ja, kleiner Teller Austern, einmal zu probieren, neue Erfahrungen machen, bisschen Kudamm heute Abend, Toscanini, ne? So sieht's aus. Und Schatz, du warst noch nie im KDW, ne? Noch nie. Noch nie im KDW, aber Berliner seit der ersten Stunde, aber noch nie im KDW gewesen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Herzlich willkommen im KDW, mein Schatz. Spricht dir eigentlich für sie, oder? Und wie gefällt es dir? So, hier sind wir in meiner Sonnenbrillenabteilung. Zeig mal. Wie so eine Sekretärin, ja. Also das ist so zwischen komplett scheiße und doch, die ist geil. Gut, ich habe sie gefunden. Bin fündig geworden, Freunde. Das ist Blade. Die ist von Burberry, Freunde. Von Burberry, gebt euch mal die. Eine schnelle Brille, Alter. Agent Provocateur. Genau, so heißt das. Kannst du mal bitte schätzen, was das kostet? Was das hier kostet? Was hier? 3000? Ja, hast du gehört, weil was ich gesagt habe? Nee, 3000? 2800. Echt jetzt? Das sind Strippen hier, ne? 3000 Euro. Schatz, wie findest du die? Gut. Ja? Das ist die Jägermeisterbrille, oder? Das ist die Jägermeisterbrille. Oder? So muss die aussehen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So muss die aussehen. Ist auch wirklich die, die bis jetzt am besten aussah, oder? Los. Das bleibt die Jägermeisterbrille. Komm mit. Komm mit. Guck mal mit. Guck mal komm mit. Mit. Guck mal mit. Also ich würde sagen, es bleibt meine Jägermeisterbrille. Aber es sieht auch top aus. Also kann man nicht sagen, oder? Ja. Dankeschön. 5. Nee, Werbegeschenk, das ist Jägermeister. Nee, aber du sollst das. Essen? Ja. Essen. Irgendwann, wenn der PayPal-Button glüht, dann gibt's mal wieder eine andere Brille. Oder eine von Desperados. Also, PayPal-Link in der Infobox. Scheiße. Junge, was für ein Gerät. Leider. Das war ja, glaube ich, auch nicht. Ja, hier gibt's alles. Alles, was das Herz begehrt, ne? Goldene Schokocroissants. Für 3,50 Euro. Oh, will ich haben. Es glitzert, ich brauche es. Was haben wir hier? Bicolor Croissants mit Pistaziencreme. Ach, das ist ein Schokobrötchen. Das schmeckt dir nicht? Gleich nochmal rein. Oh ja. Das ist doch so schokoladig. Das ist besser. Mmh. Oh, das ist geil. Oder? Oder? Schokoladig. Ich sag euch ganz ehrlich, ich war ja schon mal hier nach unserem Comeback. Und ich mag die Atmosphäre von der 6. Etage. Es ist nicht so, wie man denkt, so dieses aufgesetzte Reiche und so und dieses Pikierte, absolut nicht. Ich finde einfach, es ist sehr höflich, sehr nett, man fühlt sich sehr, sehr willkommen. Ich mag es hier sehr. Die möchtest du haben? Die Na dann, komm. Die Tropischen der Welt. Okay. Kleine, oder? So, wir sind da. Die Austernbar, Freunde. Das ist richtig schick hier. Ganz aufregend. Man fühlt sich wohl hier, oder? So, wir haben die 6 Austern gemischt für 33 Euro. Dazu so ein schönes Safranbrot.
Und hier geht's auch schon los. Dein erstes Mal Austern. So, mit der Gemischsoße muss ich hier anfangen, wie immer links, ja? Hier dran ist für mich immer links. Hier fangen wir an, ja? Genau. Die letzte ist die Dessertmuschel. Ja, die schmeckt eher nach einer Mandel. Okay. Die ist eine grüne Pistazie, die irische nach einer grünen frischen Gurke und die hier im Moment leicht haselnussig, pikant, salzig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. So. Na gut. Ja? Ja, okay. Ich muss es ja einmal hier lösen alles. Und? Ich habe eine grüne Wiese gedacht, wie er gesagt hat. Ach so. Schmeckt an der grünen Wiese. Ich nehme die andere. Ich probiere die andere. Ja, bei mir muss immer so ein bisschen von diesen Essigzwiebeln und dieser Zitrone drin sein. Finde ich viel geiler. Jetzt geht's schlürf. Jetzt geht's schlürf, ja. Schmeckt einfach nach Urlaub. Finde ich, schmeckt einfach nach Urlaub. Man verreist kurz, finde ich. Mit dem Essig. Ne? Oh, lecker. Nein, du hast recht, Gäpfchen. Man muss da nur mit den richtigen Gedanken ran. Das schmeckt einfach wie Urlaub. Ja, nicht unbedingt. Also ein bisschen Nuancen steuern die Sache noch mit bei. Gerade die Säure dann wieder. Mhm. Da kommt eher was Nussi durch. Und die Frische der irischen Austern. Die Dessertmuschel. Die ist lecker, oder? Das ist am geilsten. Die war für allen am besten. Oh ja. War sehr lecker. Kann man echt mal machen zwischendurch. Ja, wir sehen uns gleich wieder aus dem Toscanini, ne? Ja. Und was bringe ich euch zu trinken? Ein Wildberry mit Prosecco. Ich gebe dir alles, was ich möchte. Ein Wildberry mit Prosecco? Ja, ich kann auch. Ja, da fangen wir damit an. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, gerne, ja. Ja. Und jetzt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef und dem zweiten Teil dieser Folge aus dem Yachthafen im Hennigsdorf, dem Toscanini. Hier werden wir jetzt was Schönes essen. Vielleicht kennt schon der eine oder andere. Wir waren hier schon mal vor 2 Jahren, aber es hat sich auf jeden Fall entwickelt. Und ich finde, es ist einer der schönsten Restaurants, gerade wenn man so ein Date hat, hinter der Kamera, meine wunderschöne Frau. Man sieht auch schon hier diesen wunderschönen Yachthafen, diese tolle Terrasse. Und da essen wir jetzt mal was Schönes. Und den kennt ihr vielleicht auch noch aus der letzten Folge. Was hast du da Schönes für uns, mein Lieber? Ich habe eine schöne gemischte Fischplatte für euch. Wow. Mit Fleisch, gemischt Fisch und Fleisch. Mhm. Schöne Grillkartoffel. Ja. Spaghetti mit Tomatensauce. Schöne frische Saisongemüse. Paar Scampi dazu. Spargel und Wassermelone. Ja? Ein richtig schönes Buffet auf dem Teller. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, dankeschön. Ja, eigentlich hat er schon schön erklärt. Wir dachten, wir machen hier so mal so einen kleinen Date-Tag. Machen wir uns heute mal einen schönen Mittag. Wir haben es jetzt hier um 13 Uhr und es gibt eine schöne Fischplatte. Er hat es ja schon schön erklärt, aber ey, hier ist auch Fleisch, ne? Sieht so lecker aus. Ist alles drauf. Ein schön sizilianischer Grill. Hm? Was ist das für ein Wein? Grillo aus Sizilien. Ah, okay. Was für eine schöne Farbe. Sehr, sehr schön. Ja, das sieht gut aus. Ich bin nicht so der Weinkenner, aber ich glaube, sie schon eher. Sieht gut aus wie der Kellner. Sieht gut aus wie der Kellner, ja. Du bist wunderschön. Dankeschön. Zum Wohl, ihr Lieben. Ja. Dankeschön, dankeschön. Also ich kann euch diesen Laden nur ans Herz legen. Gerade für Pärchens, auch wenn ihr von weiter weg kommt, kommt hierher. Weil es ist ein wunderschöner Ort, ne? Wo habt ihr so eine Atmosphäre? Franzi schwärmt schon die ganze Zeit. Und so eine schöne, wunderschöne Fischplatte. Und einfach eine wunderschöne Aussicht. Ja, und ihr habt hier Spaghetti drauf, ihr habt hier Kartoffeln drauf, ihr habt hier Fisch drauf, ihr habt hier Fleisch drauf, Gemüse drauf. Guck mal. Hier oben einfach diesen Spargel. Traumhaft, oder? Aber besser kann man das nicht machen. Ne? Du hast oben Spargel drin, du hast die Wassermelone drin, du hast den Salat, du hast den Fisch, du hast das Fleisch, du hast Nudeln, du hast Kartoffeln, du hast Gemüse, du hast alles da. Alles, was uns Herz begehrt. Da ist der Chef des Hauses. Und ich habe schon gesagt, wenn die Leute hierher kommen sollen und so ein Date wie wir haben, könnte man einfach die Blocki-Platte bestellen. Ne? So machen wir das, siehst du? Die Blocki-Platte, bestellt die. Wenn ihr mit eurer Frau herkommt, gönnt euch die Blocki-Platte. Sagt einfach die Blocki-Platte. Wow, was haben wir hier? Das ist ein fruchtiger Becher mit Wassermelone, Hefe und Kiwi. Aha. Das ist ein Männerbecher. Das ist ein Männerbecher. Schokoladisch mit Amaretto. Sehr schön. Karamellsoße.
da drüben ist nämlich die kleine Eisdiele, ne? Auch zum Mitnehmen. Genau, zum Mitnehmen, zu mir essen. Aber ihr habt auch Tiramisu und alles andere. Alles, Tiramisu, Kuchen, Essen. Aber Eis ist super bei dem Wetter. Super, ja. Deswegen vielen lieben Dank. Eis geht auch im Winter, mein Lieber. Absolut, bei mir immer. Ja? Ja, das, daher entsteht auch meine Plauze. Dann haben wir was gemeinsam. Danke. Nimmst du den Männerbecher? Ich nehme den Männerbecher, ja. Vielen Dank. Bitte. Dankeschön. Gut. So, erzähl mal, was war dein Highlight jetzt hier? Die Aussicht ist das Highlight. Das Essen ist natürlich mega, aber die Aussicht ist einfach Gold wert. Na, guten Appetit, mein Herz. Danke. Der hübscheste Kellner unter der Sonne von Hennigsdorf und Niederneuendorf, Paolo. Ne? Hast du gesehen, was wir hier gerade bekommen haben? Das ist jetzt der Blocki-Teller für alle, die kommen. Weißt du Bescheid? Wenn jemand bestellt, der Blocki-Teller. Paolo, der hübscheste italienische Kellner, gibt ihn euch. Alles Gute für euch. Dankeschön. Mein Lieber. Ciao, ciao. Ja. Lass vielen Dank. Gehen, ja? Dankeschön. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Ja, ja, ja. Warte, ich danke dir. Grazie. Ciao, mach's gut. Ciao, tschüssi. Vielen lieben Dank.